Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Jawohl Leute, ich hoffe mal, das Video kommt jetzt auch wirklich am Freitag. Wenn nicht, dann ist es irgendein anderer Tag natürlich. Aber das ist jetzt halt ein bisschen vorproduziert. Dafür aber mega, mega nice, was alles passiert ist. Wenn das Video wirklich am Freitag kommt, wovon ich jetzt auch mal ausgehen würde, dann gibt es morgen wahrscheinlich den 110er-Spieler. Den ich in FIFA Mobile abholen werde. Ja, mega, mega nice. Leute, schaut euch auch gerne das Video von gestern an. Das war auch mega krank. Da gab es nämlich nochmal, auch ein bisschen FIFA Mobile, glaube ich. Ja, ich muss jetzt ein bisschen klarkommen. Ich nehme das ein bisschen, halte hier alles im Voraus auf. Aber jetzt gibt es erstmal hier noch ein paar richtig, richtig nice Packs, denn das war heute auch mega, mega krank. Mein Packluck hat mal wieder zugeschlagen. Und yo, jetzt ist auch los mit den Packs. Und nochmal an Yassin Mobile, GG zu Rikiat und ja, Aaron hier auch mit einem Kommentar. YouTuber hassen diesen Trick. Nein, Spaß. Leute, wer kann sich noch dran erinnern? Wer kann sich noch dran erinnern, als es Beule auf meinem Kanal gab? Da können sich wirklich nur noch die OGs dran erinnern, oder? Ich habe einfach, Leute, ich habe wirklich Messi gezogen. Ich hatte einfach wirklich Messi gezogen. Jetzt ist es auch ein bisschen unkommentiert hier, weil ich habe einfach Packs geöffnet, ein bisschen nebenbei. Und der ist einfach 33 Millionen wert. Es ist einfach krank. Ich habe einfach nebenbei ein paar Packs geöffnet und dann hatte ich halt einfach Messi drin. Einfach absolut krank. Habe ihn natürlich direkt auch raufgestellt. Genau, also wirklich absolut krank. Ich möchte mich auch nochmal bedanken hier für den ganzen Support auf der letzten Folge. Also wirklich vielen, vielen Dank. Das hat mir auch gezeigt, dass ich das weitermachen soll. Hier mal ein bisschen ab und zu mal Pack-Opener zu bringen. Das habe ich für 29 Millionen raufgestellt. Noch ein Iron Rush war auch mit dabei. Also wirklich absolut krank, dieses Pack. Das wird wahrscheinlich auf lange Zeit mein bestes Pack sein und werden. Genau, nee, bleiben. Null. Ja, weiter ging es dann auch hier. Weiterhin noch paar Packs geöffnet. So. Okay, let's go. Was haben wir hier drin? Nordirland LF. Ist das best? Oha! Das ist best. Jawohl. Jawohl. Okay, den nehme ich mit. Wie viel ist denn der wert? 3 Millionen? Wäre doch schon ziemlich krass, oder? Ne, 2 Millionen, oder? 1 Million, okay. Aber trotzdem, absolut krank. Hier nochmal best gezogen. Einfach so, erstes Pack direkt. Ja, nehme ich mit, Leute. Nehme ich natürlich mit. Nochmal hier George Best. Okay, weiter geht's. Dann nächstes Pack. Vielleicht haben wir nochmal ein bisschen krasses Glück. Also, wollen ja schon Glück mit Messi jetzt. Achtung, Torhüter Schmeichel, oder? Ist das Schmeichel? Ist das Kasper oder Peter Schmeichel? Boah, keine Ahnung. Gab's doch beide. Ah, 92er Schmeichel, der ist bestimmt nicht viel wert. Oder gar nichts. Ja, sieht jetzt nicht so berauschend aus. Ja, habe ich lieber schnell verkauft. Okay, weiter geht's. Nächstes Pack. Spanien, Stürmer. Boah, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ach, Butragueno. Ach, stimmt. Den gab's ja auch noch, den Butragueno. Lol, okay. Ja, 27k direkt weg damit. Lemar habe ich hier noch drin. Ja, noch ein Darker. Aber das ist jetzt alles nicht der Rede wert. Weiter geht's hier. Nächstes Pack. So. Komm. Oh, Niederlande. Torhüter. So, Van der Sar, oder? Oder Cruyff. Cruyff wäre krank. Es ist Van der Sar, okay. Es ist Van der Sar. Ja. Nimmt man mit, ist nichts wert, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann man mitnehmen. Besser als, was weiß ich, ein Essien oder sowas. Weiter ist Frankreich, okay, ZDM, ach, das ist Makelelelelelele, oder? Ja, es ist Makelelelelelele, genau, der absolute Ehrenmann, bester Name auf jeden Fall im ganzen Game, und überall so auch auf FIFA, einfach krank sein Name. Komm, nächstes Pack, vielleicht gönnt das auch nochmal. Oh, England, Stürmer. Das ist doch right, oder? Ah, nee, hier, wer bist du? Gerard. Nee, oh, Oven, stimmt. Oh, ich komme hier total durcheinander. Ich dachte schon, es ist Stevie G. Aspas noch dabei, ja.
Jetzt nichts weiter Nennenswertes, noch ein Vasquez. Ja, komm. Komm, nächstes Pack, oder? Nächstes Pack. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, komm. Drauf gedrückt. Und wen haben wir hier drin? Argentinien. ZOM, oh mein Gott. Bist du es? Oh mein Gott, das ist wirklich Maradona. Alter. Ich dachte, es könnte nämlich noch Riquelme sein. Riquelme, der ist nämlich auch ZOM und aus Argentinien. Aber es ist Maradona. Alter. Jawohl. Koksnase gezogen hier. Koksnase gezogen. Alter. 97er Maradona. Diego Armando Maradona. Richtig nice. Alter. Ja, den nehme ich mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Diego Armando Koksnase Maradona. Sehr nice. Okay, noch ein paar 88 Plus Packs. Vielleicht haben wir da noch mal ein bisschen Packluck auch noch nebenbei. Ja, 88 Plus Packs sind halt immer nice. Das ist doch bestimmt Benzema, oder? Ja, Benzema. Der ist nichts wert. Schmutz. Nix wert. Auch wenn er 91 hat. Auch wenn er 91 hat, der ist, ja, nichts wert. Firmino ist noch dabei. Ja, der ist auch nichts wert. Die meisten sind halt einfach nichts wert. Man braucht schon einen richtigen Glücksgriff, wenn man da was zieht. Genau, hier auch der Gomez, der ist auch nichts wert. So, nächstes Pack. Belgien. LF. Oh, Hazard. Okay, na, ist der was wert? Ich weiß es nicht, ich habe den noch nicht gezogen. Bisher noch nicht gezogen. Gleich mal gucken, wie viel bist du wert? Ach, 500k. Ja, direkt so verkaufen. Pisscheck noch am Start. Ah, nichts wert. Und nächstes Pack. Nächstes Pack. Belgien. ZOM. De Bruyne. De Bruyne, jawohl. Ich weiß auch nicht, ob der noch was wert ist. Ich habe den noch nie gezogen. Ja, aber ich glaube, die sind alle irgendwie nicht so krass was wert. Ja, auch wieder nichts wert. Boyata noch am Start. Ja, der ist auch nichts wert. Schade. Schade eigentlich. So, nächstes Pack. Komm. Oh, Frankreich. Okay, Frankreich. LV. Ist doch Mondi, oder? Oder Mendy. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ja doch, Mondi. Oha. 93er. Habe ich auch noch nicht gezogen. Vielleicht bist du noch was wert, Mondi. Mendy. Ja, der ist noch was wert. Der ist noch was wert. Nehme ich natürlich mit. Okay, 560k. Ja, das geht schneller. Das geht auf jeden Fall schneller. Lukas Paqueta. Wo hatte der nicht nochmal gespielt? Irgendwoher kenne ich den Namen. Aber jetzt erstmal nächstes Pack. Oh, Deutsch. Deutsch ZOM. Brandt. Oh, das war's komplett. Reus. Okay, Reus ist auch nice. Ja, aber nichts wert. Ist halt einfach nichts wert, ne? Ja, auch der, auch Otamendi und hier, wie hieß er? Was steht da? Mi ist auch nichts wert, nee. Das kann ja nicht sein eigentlich. Außer man hat halt wirklich ein Easter Egg am Start, wo wirklich dann 60er 100k kostet oder was, nee, oder mehr. Arsenal, nee. Aubameyang, den habe ich schon so oft gezogen. Der ist auch nichts wert. Also ich meine jetzt zum Beispiel, dass ein 60er eine Million bringt oder so. Das gab's, das habe ich schon gehabt. Aber das ist halt. Ich nenne das immer Easter Eggs. Null. Das ist mal. Ah ja, Mané, okay. Mané ist in Ordnung. Ich glaube, der bringt vielleicht noch was. Nur Toti. Ah, 89er Toti. Ah, Toti Nomine. Ich weiß nicht. Nee, nichts wert. Direkt verkaufen. Nächstes Pack. Frankreich. ZM. Kanté ist das doch, oder? Das ist doch Kanté oder Kanté, keine Ahnung. Ja, Kanté ist es, okay. Nehme ich mit. Ich glaube, der ist aber auch wieder nichts wert. Ja. Brauche ich gar nicht nachschauen. Der ist nichts wert. Nächstes Pack, komm. Nochmal. Italien, RM. Oh, Trotzkarte, wer ist das denn? Wer ist das denn, Digga? Ich kenne ja gar nicht. Ach, Berardi, schon mal gehört, glaube ich. Schon mal durch FM und so auch schon mal gehört. Ja, Berardi. Boah. Aber sonst nie so richtig gekannt. Okay, Berardi und sonst, ja, der Rest ist nichts wert. Der Rest ist absolut nichts wert. Oh, Kolumbien. Falcao, oder? Ist das Falcao? Ja, doch, das ist Falcao. Boah, nehme ich mit.
weiß nicht, ja, 224k. Ja, kann man mitnehmen, ist jetzt ja nicht so viel. Mascherano noch, boah. Das waren Zeiten, als der bei Barcelona war. Javier Mascherano. Oder Mascherano, ich weiß gar nicht. Italien, MS. Oh, wieder, oh. Das ist doch Gomez, oder? Gomis, oder wie auch immer der heißt. Nee. Oh, das war's komplett. Giovincio. Okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Giovincio. Nie gehört. Ich hätte ja gedacht, dieser Gomis ist da. Der kommt doch auch hier von diesem Verein. Keine Ahnung, was es war. Weiter geht's. Oh, Deutsch. RF. Bellarabi. Ja, Bellarabi. Der hat sogar eine 88-Plus-Karte. Oha. Was ist denn mit Bellarabi los? Uff. Bellarabi, Alter. Krank. So, nächstes Pack. Nächstes Pack. Oh, Norwegen, Stürmer. Das ist doch hier. Ja, Haaland. Ehrenbruder Erling. 95er, oder? Ja. 95er Ehrenbruder Erling. Der ist doch bestimmt noch was wert, oder? Ja, 1 Million. Nehme ich jetzt hier den Sofortkaufpreis mit. Aber Ehrenbruder Erling gezogen. Mega nice, Alter. Mega, mega nice. Den nehme ich natürlich noch gern mit. So. Ja, ihr hättet nochmal gegönnt. Den Ehrenbruder Erling. So, Stürmer. Oh, wieder haben wir eine Totzkarte. Und wieder kenne ich den nicht. Ach doch, Osimhen. Stimmt. Osimhen, den kennt man natürlich. Ich kenne ihn auch nur durch FM, aber ja. Durch weiteres auch nicht, aber ja, ich habe schon mal davon gehört, von Osimhen. Ja, komm, nehme ich einfach direkt die 640k mit, zack, und noch den Pizzi, ja, auch, dann nehme ich auch immer nur die Sofortkaufpreise. Ich verkaufe sie halt nur, die ganzen Spieler, wenn sie halt über 500k wert sind. So, RF, Achtung, nochmal gucken, und es ist Sterling, oder? Sterling. Ja, Raheem Sterling. Ja, kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Ja, es ist auch nichts wert, aber warum auch nicht? Dieser Schuppan, der ist noch was wert, das weiß ich. 1,7. Guckt, Leute, da haben wir wieder so jemanden. 1,75 Millionen für den, obwohl der ein 76er ist. Das ist, war's auch komplett. Also wenn man diesen Schuppan zieht, dann hat man ordentlich Lack. Wieder Conte, oder? Ja, wieder Conte. Ja, gut, okay. Warum auch nicht? Leute, warum auch nicht? So, nehme ich auch mit, aber die sind halt alle nicht so krass viel was wert. Heaton. Seine Special-Karte war, glaube ich, mal. Irgendeine Special-Karte von dem war mal ein bisschen mehr wert. Heaton. Kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Oh, Brasilien! Und. Oh, wow, ja. Eine Totz-Karte. Bei Brasilien ist immer. Oh, sogar 300 über Oscar. Oha. Oscar. Ja. Brasilien ist für mich immer Pelé-Antäusche. Genau. Pelé und Ronaldinho-Antäusche. Ja, den habe ich jetzt direkt schnell verkauft. Enrich. Ja. Auch weg damit. So, weiter geht's. Nächstes Pack. Komm. England. Stürmer. Hier. Vardy, oder? Ja, Jamie Vardy. Boah. Kann man auch mit dem 89er, aber der ist halt einfach nichts wert. Die sind halt alle. Wenn man Spieler haben möchte, die was wert sind, da muss man echte, richtig dicke Fische ziehen, echt. Wie zum Beispiel halt einen Messi, einen Maradona und Pelé. Oh, Achtung! Piemonte. Ach, nichts wert. Dybalski hier. Dybalski. Boah. Wieder, das war gerade Maradona-Antäusche. Maradona-Stürmer hätte man vielleicht. Oder. Das wäre auch vielleicht eine Messi-Karte gewesen. Das hätte natürlich auch sein können. Eine Messi-Karte. Weil Argentinien-Stürmer. Messi ist zwar RF, aber in manchen Event-Karten hat er vielleicht eine andere Position. So. Oh, Niederlande. MS. Depay, oder? Bist du Depay? Ja, du bist Depay. 93er Depay, der ist vielleicht sogar noch mehr wert. Du bist vielleicht noch ein bisschen mehr wert hier. 93er Memphis. Oha. Joa. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Auch noch den Kral hier. Ja, direkt verkaufen. Rose ist auch nichts wert. Und ja, dann. Leute, kann ich euch nochmal hier zeigen.
Ja, das ist mein Markt. Da wurden noch ein paar Leute verkauft. Oh, Ronaldo, Vidal und Ødegaard. Und ja, dann hole ich mir jetzt hier die Münzen und verabschiede mich für das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Ja, Messi, Maradona, einfach hier am Start gewesen. Mega, mega nice. Seid auf jeden Fall morgen dabei beim 110er Spieler. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.